ganzen Schema. Okay, die Lichteffekte auf den gelben Türmen sind ziemlich cool. Ach, du hast ja schon die Kammer jetzt. Mhm. Hast du gerade die Battlescar drauf, nee, oder? Das ist die normale. Charlie, oder? Ja. Kann man schlecht sehen von hier. Ja. Also wenn du selber spielst, siehst du es halt ziemlich deutlich und gerade auch die Fliegererkennungszeichen sind halt ziemlich super sichtbar dann. Na dann. Und ansonsten von der Tarnung her sehe ich eigentlich nur so diese... diese Wellentarnung vorne am Bunker und sonst. Genau, da ist sonst nicht viel dran. Am Heck ist noch. Also das Heck ist anders eingefärbt. Mhm. Quasi hinterm Delta-Turm. Und sonst, ja genau, vorne einmal diese Wellen-Dings und das war's. Und dann sind halt die Türme sind, also auch die Secondary-Türme sind halt, haben halt diesen gelben Anstrich oben drauf. Und du hast halt die, ja, die Fliegererkennungszeichen. Ich glaube sogar, das war's eigentlich schon. Mehr würde mir da jetzt erstmal nicht auffallen. Aber es sieht dadurch halt schon total anders aus als die normale Standardtarnung. Mhm. Ich mach mal langsam, damit du. Ich glaube, das Gute ist sogar. Also, ich hoffe tatsächlich, dass es viele Leute spielen in Zukunft, wenn ich Carrier spiele. Weil tatsächlich dürfen die Fliegererkennungszeichen 1A mit Dive-Bombern helfen. Um halt die Middle Section oder die, je nachdem, wo du Feuer legen willst, zu treffen. Tut euch keinen Zwang an, ihr könnt auf die Udara schießen. Ja, nee. Der fährt in gerade Linie. Ja, aber ich habe einen Felsen davor. Er wurde auch gerade schon gepunished dafür. Jetzt ist er leider hinter dem Felsen da. Na, jetzt kommt er vor. Ist auch das nächste Ziel, also sonst ist erstmal nichts. Juckt doch nichts, den Jungen. Nee. Ja. Der hat mal gehört, die russischen DDs sind so schnell, die können allem ausweichen. Das war's aber auch. Boah, ist der schlecht, Alter. Oh, 99 HP. Mhm. Okay, jetzt wird er dunkel. Wenn so Benson den mitnimmt. Oh, oh. Ich hab meinen. Heftige Wurstfinger gerade erstmal aus Versehen mein Hydro aktiviert. Ich glaube, es ist nicht mehr nötig auf der Seite. Nee, aber es war, wie gesagt, die Wurstfinger-Action. Müsste gerade von der Yamato ein bisschen wegengeln. Also im Endeffekt können wir ja nicht hier schon wieder drehen, weil hier nee, ist echt gar ich geh jetzt auch Richtung B, das ist eine Sau. Die Frage, dreht die Yamato ganz nach oben ab? Natürlich dreht die ganz nach oben ab. Der haut komplett ab. Ach man, ey. Das ist ja wieder das gleiche. Ich muss wieder die Leute jagen. Natürlich. Oh, ich hasse das. Die haben so schon keinen Cap und rennen noch von den beiden Caps weg, die sie einfacher nehmen könnten, weil hier weniger von unserer Flotte ist. Ja, da gehört aber leider auch ein bisschen Brain dazu. Das ist fucking sad. Gar nichts, ey. Ich meine, nicht mal die Moskva raidet mich nicht mal. Also wie weit ist der denn weg von dir? Der kann dich wahrscheinlich nicht mehr raiden. Natürlich kann er. F7 braucht er nur. Der müsste nicht von dir? Klein aufgegangen sein, dass ich da ihn spotte. Weil kein größeres Schiff in der Nähe ist, aber das bedeutet ja auch, dass man denken müsste. Die sind alle so am Rande meiner Reichweite gerade so. Nee. Die Yamato fährt immer noch nach Norden. Boah, ey. Immer dieses. Und dann geht's Geschimpfe auf die DDs los, ich sag's dir. Weißt du? DDs, ich kenn dich, kenn dich. Du vor allen Dingen hat. Ich weiß gar nicht, warum die A immer noch nicht haben. Also, die Benson vom Gegner ist aus A wieder rausgefahren, nachdem die Shima unsere Shima getötet hat. Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. So, ich habe 19 Kilometer Reichweite und ich kann auf nichts schießen. Ich krieg gerade die Iowa in Reichweite, aber wirklich am äußersten Rand meiner Reichweite. Ja,
Das ist ein reiner Hühnerhaufen. Guck mal, die Iowa fährt jetzt wieder nach oben. Der will auf die Seite jetzt hier wahrscheinlich. Die sind so dämlich, ey, ist unglaublich. Ja, das Problem ist aber dadurch, dass die klumpen, können die unsere Schiffe ganz schön zünden. Ja, wenn unsere hier noch bleiben, klar. Die Des Moines können sich mal langsam verpissen und die Izumo sollte vielleicht auch mal wegfahren. Oha, gegnerische Yamato. Endlich kann ich mal auf was schießen. Ja, die Yamato wartet auf mich. Alex kommt Tops, glaube ich, auf dich. Nee, auf mich. Hey. Nee, Alex hat doch da einen Smoke, aber die laufen eben vorbei. Ja, weil die in meine Richtung gehen. What the fuck? Ach, geradert, natürlich. Dann sollte ich mich vielleicht mal doch verpissen. Und sag mir nicht, die Moskau ist, die Moskau ist tatsächlich näher gekommen. Ich folge mal unserer Kurfürst hier. Weil da müsste aber bald mal vorbei sein jetzt hier. Hallo. Hallo. Der hat das Kackmodul drin, das ist ewig. Oh, das wäre böse, ey. Also Kufis hat gerade festgestellt, dass Shima Torps hat. Die Moskau hat gerade festgestellt, dass sie damit einen... Alter, ist der dämlich? Die Iowa fährt uns in das Wrack rein von der Sau. Der hängt jetzt da. Ich seh's. Die Moskwa versucht jetzt irgendwie unsere Kurfürst zu rammen oder so eine Scherze. Ich weiß nicht genau, was das wird, wenn es fertig ist. Ja, er versucht unsere Kurfürst zu rammen, wird er wahrscheinlich auch schaffen. Oder er wird einfach von seinem eigenen Schema weggetoppt, das ist auch nur. Na, okay. Rammen mal schneller. Ja, das ist ein sehr erfolgreiches Spiel bis jetzt. Also. Ja, für mich auch. Ich habe 32.000 Schaden bisher. Alter, das ist ungefähr dreimal mehr als ich. Na gut, jetzt kann ich... Die rennen halt nur noch jetzt. Das ist halt jetzt völlig vom Arsch. Tja, Herr Marto. Hab ich deine Shells wohl gebounced? Aber brennt eventuell ab. Ja, sollte er, wenn er mein Feuer voll repariert, was meine Secondaries gemacht haben. Ha! Fuck off, Benson, das war mein Kill. Ich bin im Moment Flieger-spotted, also die Shima und die gegnerische Benson sind irgendwo relativ weit weg. Jetzt bin ich Surface-spotted erst. Ich glaube, die sind da unten, die jagen die Izumo. Maybe. Ich geh jetzt mit der Yamato brawlen. Den werde ich torpen, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, mach doch. Rechne damit, dass der seinen Kurs ein bisschen ändern wird, weil ich auf ihn zukomme jetzt einfach. Wo bist du denn überhaupt da? Naja, die Shima ist hier vor mir. Mit der Schiene kommst du klar, oder? Ich denke schon.
Das ist deine letzte Torpwave übrigens, die auf dich geht. Alle anderen sind raus. Oh, die Yamato fährt rückwärts. Natürlich. Ein Feuer auf der Yamato? Ja, das Brennwert nicht meins repariert. Mein Korps hätte nicht, also. Alles gut für euch. Oh, hinter dir kommt die nächste Yamato. Sind leider ausgelaufen. Ja, yeah, sicher. Oh, die Benson ist auch hier. Die untere Yamato im Norden hat Damage kommen. Oh. What? Wo hat der denn hingetorbt? Ja, keine Ahnung. Da war ich nicht, so, dass er dich trifft. Das war nicht einmal da, wo ich stand, ey. Der hat einfach nur irgendwie Plint da reingetorbt, geil. Das war scheinbar sehr effektiv. Ach, Luckshot halt, mehr nicht. Super Game. Oh, wieder mal. Völlig verkacken solltet ihr es aber nicht, ne? Ne, ich kann im Teil jetzt gerade recht wenig machen hier. Ein bisschen darauf angewiesen, was um mich rum passiert. Weil die Yamato dort müsste schon down gehen. In welchem Smoke sitzt du da? Für einen anderen Benson. Den hatte ich ja gebeten, dass er mich smoked. Ist dem nachgekommen. Die haben echt eine Full AP Northkill, die am Arsch der Welt ist. Naja. Also ich mag die neue Tarnung. Scheiß auf euch. Ich mach Schaden und zwei Fullcaps und brauche ich nichts anderes anscheinend. Ich komme nur mal hier den Nightwalker, der hat wie gesagt, ich schon gelobt. Mich gesmoked. Mhm. 8 Feuer gelegt in mein Secondary, holy fuck. Glaube ich gar keinen einzigen. Wer braucht schon HE-Kreuzer oder DDs? Danke. Ich hab gar